Meine Herren, beim nächsten Programmpunkt, bevor dieser kommt, möchten der Stefan und ich ganz kurz etwas, eine kleine Show-Einlage machen. So, mal einen Applaus für meinen Stefan, meinen lieben Freund. Ja, geht's. Stefan, alles okay? Halt, ja. Ja, Stefan, aber jetzt muss ich da zuerst schon noch ein wenig was sagen, bevor wir da was machen. Also, während zuerst in der Pause auf dem Klo war, also ich muss sagen, euch eine Klo-Dame, das Lied, netteste, weißt du, das wäre lieber, wie nett das da ist. Das gibt's. Ja. Der hat sich was zahlt in der Pause. Nein, der ist scheiß freundlich und stinkfeil, gell? Freddy! Hoffentlich lässt es mich aufs Klo gehen, gell? Wie gehst du da mit dir Rohrwache um, heißt? So schon so daherkommst, muss ich dich gleich mal was fragen, gell? Aber kennst was Gescheites? Ja, nur was Gescheites. Ja. Kennst du den Unterschied zwischen einem Neger und einer Möwe? Nein, kenne ich eigentlich nicht. Ja, der ist dumm. Kennst du nicht, ist ganz einfach, gell? Die Möwe hat einen weißen Schwanz. Und der Neger? Kann nicht fliehen. Ach so! Der ist dumm. Deine schlimmsten 5 Jahre waren auch die erste Klasse, gell? Ja, weil wir gerade bei den Neger sind, jetzt musst du mal hast bitte... Hast du noch was? Hast du noch was für dich? Immer, gell? Musst du dir vorstellen, ein wilder, gell? Ein wilder Neger, gell? Hast du was vorstellen? Ein wilder Neger frisst seine Mutter zusammen. Was ist er? Naja, ich nicht sagen, Menschenfresser. Das ist ein Dodel. Nein, halbweise. Aha. Ja, und? Ja. Jetzt stell dir vor, gell? Der wilde Neger frisst seinen Vater auch noch. Was ist er denn dann? Was ist er dann? Ja, was meinst du? Ah, will ich denn sagen, vollweise? Nein, dann ist er satt. Achso. Ja, der ist zurück. Jetzt stell dir vor, gell? Der wilde Neger frisst noch immer. Ja, diesmal frisst er sein ganzes Dorf zusammen. Was ist er dann? Ja, dann ist er sicher angefressen. Nein, dann ist er Dorfältester. Achso. Kannst du was lernen bei uns in der Steiermark? Aber Stefan, wenn wir schon bei den Neger sind, erst, wie sagt man eigentlich zu einem Neger, der was 20 Kinder gemacht hat? Boom. 20 Kinder? Ja, ganz einfach. Black und Decker, Black und Decker, Black und Decker. Erst, Stefan. Schon wieder ich. Weißt, was bei uns heute zum Mittag zum Essen gegeben hat? Weiß ich nicht, ne? Nein. Uns hat es heute gegeben Hodenpilze. Was? Ja, Eierschwammerl. Ja, Stefan, muss ich dich noch was fragen? Herrst, was ist eigentlich lieber? Die Alzheimer oder die Parkinson'sche? Was meinst du jetzt, die Krankheit? Genau. Dann ist natürlich die Alzheimer lieber, gell? Weil wir es lieber vergessen, ein paar Viertel zu zahlen, als ich verschiebt alles, nicht? Du bist mein anderer. Was los mit dir ist, da nichts so. Ja, aber ich Stefan, noch keine Ruhe. Stefan, jetzt tust du langsam um. Weißt du was, ich frag dich noch was. Erst, warte, jetzt bin ich gleich zu zweit, jetzt kann ich bewähren. Ja. Dein Trudel. Weißt du eigentlich, Stefan, wann ein Bauer am geizigsten ist? Am geizigsten? Nein, weiß ich nicht. Nimm Ehebett. Hm, wieso? Ja, da muss aus dem eigenen Säckel was hergeben, gell? Ja, Stefan, gibt's da bei euch erinnern heute Jager? Schürzenjager, sie geht da voll, ja, aber. Schürzenjager? Aber ich glaube, es gibt andere Jager. Stefan, weißt du, was das ist, wenn ein Jager da auf der Schulter so geschalten liegen hat? Nein. Da hat er einen Kopfdurchschuss, gell? Aber Stefan, weißt du eigentlich, wie man überhaupt einen Jager erkennt? Vom Gewehr? Nein, die tragen immer so angeschossen ins Gewand, gell? Aber Stefan, ich glaube, jetzt gehen wir zu was Gescheiterem, ha? Hä? Was? Meinst, singen wir was? Singen wir deinen Leidln ein bisschen, was? Ja. Genau. Du zeigst das einer, dass du mit der Quetschen spielen kannst und ich werde es mit meinem
gesagt. Nein, wir mussten jetzt irgendwas dazu sagen, die Quetschen haben wir nur, dass wir das sein Stimmverdecken machen, gell? Das musst du jetzt mal zusammenbringen. Ja. Nein, ich glaube, was machen muss Sinnvolles. Ja, Plätzchen das ist nicht zusammenbringen. Na, Plätzchen war schon gemacht da heute, gell? Gut ist, ja. Machen muss Sinnvolles, gell? Die Devise hätte ich auch aufgelagert, gell? Männer, es ist Zeit und wir müssen jetzt hergehen, gell? Denn wir brauchen eine Werbung für unsere Berge. Die Fremden fahren alle aufs Meer da und zu uns auf, kommt keiner her da. Ich bin der Steffel und ich bin der Fredl und alle zwei haben einen depperten Schädel. Wir sind die Bergbau und knorrige Kinder, kommt auf die Almen, denn nichts ist gesünder. Im Sommer kannst du Bergstein, im Winter kannst du strodeln. Und wenn du einen Krampf hast, ja dann kannst du mal jodeln. Du kannst so ein würziges Berghüftel schnappen. Und unser Christsterz, der verbittert im Wappen. Redi, ich hab dir gesagt, in der Steig musst du benehmen, hörst, was soll das? So alles feine Leute da hörst. Singen wir den Refrain, dann kannst du zum Plätzchen treiben, gell? Berge der Heimat, ihr seid die Größten, ihr seid die Höchsten, ihr seid die Besten. Was gibt es Schöneres als unsere Berge? Alles ist lustig, da wo es auch hergeht. Das war nicht so schlecht. War das schlecht? Stefan, kennst du das schon? Da gibt's da so schöne Sprüche. Hohe Berge und fesche Weiber, das sind die besten Zeitvertreiber, gell? Jetzt ist es aus, jetzt lassen wir wieder singen. Der eine macht zeitig sich auf die Socken, steigt auf den Berg und für Edelweißen Glocken. Der andere tut lieber beim Mädchen bleiben. Da hat er einen Rausch und dann geht er speiben. Freddy hat uns gesagt, jetzt hör mir auf mit dem Blödsinn dafür. Weißt du was Gescheites auch? Ja, Stefan, ganz was Gescheites. Weißt du das schon? Wachnierst du vom Speiben blind, war zu stark dagegen Wind. Jetzt hat er sonst was Gescheites singen. Das ist doch keine Steinwerbung machen jetzt. Singen wir den Refrain, das kann's besser. Berge der Heimat, ihr seid die Größten, ihr seid die Höchsten, ihr seid die Besten. Was gibt es Schöneres als unsere Berge? Da ist es lustig, da wird's auch hergehen. Was gibt es Schöneres als unsere Berge? Außer Schneewittchen und die sieben Zwerge. Jetzt halt einmal das Maul, hörst du, wenn du was Gescheites hinter so hörst. Schau am nächsten, da holt sich nicht an die Skripten. Die englischen Ladies, die sind entschieden. Mit unseren Bergführern äußerst zufrieden. Einer der Besten, der Brotführer Xantl. Ja, der hat den größten. Was? Ruf dein Land. Bei Deutsch ist die Sendring, fleißig die Butter. Ach doch, jetzt wird's der Kurpräst, Vater und Mutter. Mit Jager und Holzknecht, tat es bisher. Doch jetzt gibt's sie nur mehr den Fremdenverkehr. Das ist es dann. Das sind die Rotschläge, die man am Kind gibt, dass auf der Lohntrom niemals ein Sinn gibt. Drum kommt aufs Wärter und wollte zu wissen, ihr werdet daher gehabt genauso wie im Toho. Am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag, am Sonntag. Am Mond kann man leider nur in der Hocke, ja. Aber genauso bist. Bestens bedient. Ich wollte was anderes singen. Was denn? Beschissen. Ja, das stimmt. Berge der Heimat, ihr seid die Größten, ihr seid die Höchsten.
Verrücktsten, ihr seid die Besten. Was gibt da Schöneres als unsere Berge? So schnell riecht man um, du siehst Pferde. Das will ja schon so denken. Weißt du, was machen wir anders? Singen wir ein paar Gestanzel, hä? Nein, das ist ja, unsere zwei Bier, was der Date haben wir da gefällt. Na, jetzt könnten sie bald aufspringen und könnten uns was zahlen. Ja, da muss ich einen Tag noch tanzen. Und die Kinder nichts zahlen, da nur die Hände an zum Halten. Ja, da sehe ich das an, ich glaube, ich lade dazu. Da hab's erst nicht mehr Geld, ich glaube, der Alter Stein, der hat Geld nur. Da singe ich das auch nicht, ist sicher kein Laster, aber ich gehört hat sich auch nur der Bäckermeister. Ja, meine lieben Leute, ich bin ja wirklich ganz gemein, aber der Erich steht dahinter, ist ein pensionierter Eisenbahn und der kann klatschen leicht in den. Ja, drum sing ich auch Stanzl, ja, wirklich all nicht weit. Ja, in der Pension hat er Zeit, also zum Klatschen nicht einmal zu fahren. Ja, Stefan, der Singer, das tut mir da gefallen. Da können wir singen, bis ich da fliehe, als du trotzdem etwas zahlst. Ja gut, meine Damen und Herren, ich glaube so ähnlich in etwa geht es auch bei meinen Hochzeiten zu, weil ich mir auch dann das Gestanzelsinger auch vorkomme. Wollte ich auch ganz kurz vorführen, aber trotzdem einen Applaus auch für meinen Freund Stefan. So, ich glaube für den nächsten Programmpunkt werden wir kurz zumachen, müssen wir kurz zumachen. Danke.